Claudio Schießel, Inside Politics. Die erste Frage wäre, ändert sich etwas in der Wahrnehmung beim Zuschauer, wenn eben der ORF auf diese 15-Minuten-Duelle umschaltet, während ja andere Programme ja nach wie vor eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Duelldiskussionen anbieten? Und das Zweite wäre, mit wie viel Nichtwählern rechnen Sie? Also gibt es da irgendwie so einen Fixwert? Und eine letzte suffisante Frage noch, koordinieren Sie sich neuerdings mit Maschek bezüglich Ihrer Skripten? Nein, das tun wir nicht, obwohl ich glaube, ich darf das öffentlich machen. Maschek bekommt einen Kulturpreis in Wien demnächst verliehen und ich wurde eingeladen, die Laudatio zu halten. Das hat mich gefreut. Ich hoffe, ich habe es nicht zu viel ausgeplaudert, aber ich musste leider ablehnen, denn nach der Wahl ist vor der Wahl und nicht nur die Vorarlberger, auch die Steirer meinten, ja, es ist eine gute Idee, möglichst schnell zu wählen. Dadurch kann ich das leider nicht machen. Wenn ich jetzt schon von hinten begonnen habe, dann bleibe ich verkehrt darum. Sie haben das raffiniert gemacht, gleich drei Fragen in einer. Derzeit ist die Unentschlossenenzahl knapp über 10%. Wenn die SPÖ-Parteichefin noch von einem Drittel Unentschlossene gesprochen hat, erschließt sich mir das wissenschaftlich von der Rechnungsvariante nicht. Es sei denn, sagte vorher selbst, knapp über 70% bezeichnen sich als sichere Wähler. Man rechnet einfach alle, die schon sagen, ich gehe sicher nicht wählen, auch dazu. Die sind natürlich rein sprachlich in einem gewissen Sinn unentschlossen, nur wenn sie sichere Nichtwähler sind, kann sie keine Partei mehr gewinnen und damit ist dieses Drittel keine Hoffnungszahl, die für irgendeine Partei tauglich ist, daraus abzuleiten, wie viel könnte ich noch zulegen, abgesehen davon, dass, wie ich schon sagte, jetzt unentschlossen zwischen zwei, vielleicht allerhöchstens drei Parteien schwanken und nicht zwischen allen auf dem Stimmzettel, also niemand kann einen extrem großen Anteil dann für sich herausholen. Jetzt müssen Sie mir noch mal helfen bei der ersten Frage. Ich hätte doch nicht von hinten begonnen sollen. Die erste Frage war, beeinflusst die Länge der ORF-Duelle? Also ich kann nicht für den ORF sprechen, auch wenn ich als externer Partner mit dem zusammenarbeite. Es gibt aber auch meines Wissens auch keine interne Studie, die diesen Unterschied misst. Es gibt Studien zu den Fernsehdiskussionen an sich, dass diese tendenziell die Wahlbeteiligung höher halten, weniger als sie tatsächlich Wechselwähler ins Laufen bringen. Das ist auch logisch, denn die Frage, wer war besser, ist mit allem Respekt jetzt vor den anwesenden Medien natürlich bis zu einem gewissen Grad ein journalistischer Schönheitswettbewerb. Denn wenn ein überzeugter ÖVP, SPÖ, FPÖ-Wähler seinen Frontmann oder Frontfrau besser fand, ändert sich damit genau gar nichts an der Ergebnisprognose. Und selbst wenn jemand sagt, mein Favorit, meine Favoritin hatte heute zugegeben einen schlechten Tag, die andere war besser, wechselt er immer noch nicht seine Parteimeinung. Und die Frage, die man eigentlich stellen müsste, egal wie lang noch die Fernsehdiskussionen sind, war nicht nur, wen fanden Sie besser, sondern fanden Sie X oder Y besser? Werden Sie deshalb seine oder ihre Partei wählen, obwohl Sie ansonsten sicher eine andere Partei gewählt hätten oder sicher Nichtwähler gewesen wären? Und das übrigens nicht heute Abend, sondern am Wahlsonntag in ein paar Wochen. Da merken Sie schon, die Fragestellung ist sprachlich kompliziert und das ist auch sehr kompliziert, da große Wählerbewegungen auszulösen. Es geht dann wirklich noch um die Unentschlossenen, auch die, die mit dem Nichtwählerlager noch liebäugeln. Zur Länge sehe ich, also ausdrücklich meine persönliche Meinung, einen ganz praktischen Grund. Dadurch, dass es inzwischen sehr, sehr viele Anbieter von Fernsehdiskussionen gibt, ist die frühere, ich habe da schon für den ORF analysiert, Variante jeden Dienstag und Donnerstag je eine knapp einstündige 50-minütige Diskussion, schlicht und einfach programmplanungstechnisch kaum noch zu machen und auch den Kandidaten und Kandidatinnen körperlich nicht zumutbar. Deshalb bei der EU-Wahl erstmals probiert, dort auch aufgrund eines vor Ibiza vermuteten geringeren Interesses, bei EU-Wahlen ist dieses üblicherweise geringer, dieses Speed-Dating in Form von 15 Minuten. Ich kann nur die Quoten zitieren, die da wie auch bei anderen Sendern ausgezeichnet sind. Also Wählerinnen und Wähler sind nicht übersättigt, sondern suchen sich eben einzelne Diskussionen aus. Ich glaube auch, dass es zu billig wäre, die These zu vertiefen. Wenn es doppelt so lang ist, ist es automatisch doppelt so sehr Inhalt.
so inhaltsreich waren auch nicht alle längeren Spitzenkandidatinnen und Kandidatendiskussionen. Ein auch als persönliche Anmerkung, ich muss mich entschuldigen, dass ich das in einem Nicht-Wien-Bundesland sage, aber ich schon als Problem sehe, die meisten oder fast alle dieser Studios, mit Ausnahme jetzt Online-TV von Bundesländerzeitungen natürlich, sind in Wien. Das heißt, das betont die Wasserkopflastigkeit des Wahlkampfs noch mehr, weil ein Kandidat, der jetzt erzählen würde, ich bin ja laufend draußen bei den Menschen am Land, da müsste man schon überlegen, ob man das noch als Unwahrheit bezeichnen kann oder nicht schon als bewusst was Falsches sagen, weil das, wann soll sich das noch ausgeben? Ich halte es aber für demokratiepolitisch gut, die vielen Diskussionen. Danke an Bruno Kreisky und andere aus der damaligen Zeit, die einfach damit begonnen haben, weil das Positive ist, es ist über Ihre Frage hinausgehend, aber ich möchte es betonen, dass auch, wir haben jetzt keinen Amtsinhaber mehr in diesem etwas paradoxen Wahlkampf, aber auch ein Ex-Bundeskanzler oder Chef der größten Partei mit dem von der kleinsten diskutiert Sebastian Kurz, nicht so gern mit Peter Pilz, aber auch mit Vertretern von Kleinparteien, sich stellen muss für Diskussionen, und das halte ich für eine Demokratie auch gut und richtig so. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!